Hallo, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Eigentlich wollte ich den Haufen ja einfach nur liegen lassen, aber jetzt habe ich diese schönen Steine bekommen. Was heißt bekommen? Die habe ich halt holen müssen. Und mal gucken, so, jetzt genau. Und dann ziehe ich jetzt hier auf der Seite eine Trockenmauer bis hier rüber zu der Wurzel. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen absägen und die noch ein bisschen tiefer runterholen. Und die Mauer möchte ich jetzt mal ein bisschen anders gestalten. Also unten habe ich die Steine jetzt gesetzt. Hier, wo der Dachziegel rausschaut, da ist drunter viel kleine Steine, so eine Art Labyrinth. Und da soll es halt auch drunter dann einen trockenen Platz geben. Auch hinter die anderen Steine kommen dann eben noch die kleineren Steine. Und die Idee ist, dass einfach hinter der Trockenmauer dadurch nochmal Hohlräume entstehen, wo man sich aufhalten kann. Und dann seht ihr da ja noch diese schwarze Wanne. Die wird ungefähr hier hinkommen. Da ist ein Pflanzkübel drin, der auch drin bleiben wird, wo ich aber wahrscheinlich noch ein paar Löcher mehr reinbohren werde. Hier ist dann Kokosfaser, Perlit, Pinienrinde. Ja, und ihr könnt mir jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, was denn da für ein Lebensraum aus Kokosfaser, Pinienerde, Perlit, vermutlich noch ein bisschen Sand entstehen soll. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, ciao, ciao.